Ich habe gerade gespeichert. Ich speichere nochmal. Man kann nie oft genug speichern. Der Stoff von Legenden. Heroin. Zufbau und die Rotaugen haben jetzt Krieg. Ja komm, da kannst du dich doch mit einklinken. Toll. Ich habe ja noch nicht genug Kriege am Laufen momentan. Ja, aber du kannst dich doch auf die Seite von Zufbar stellen. Ich habe mit denen Frieden. Ja, ich auch. Bin mit denen richtig dick im Geschäft. Ja, so weit würde ich jetzt bei mir noch nicht gehen. Wir sind super tolle Homies. Seid ihr das? Ja, ich denke schon. Ach so, aber die Schädelquetscher und das Imperium haben jetzt Frieden. Ja. Jetzt muss ich hier knistern, scheiße. Knister, knisper, Knäuschen. Auf. Aber. Ja. Eigentlich hat das. Was denn? Ein Bubble ist wieder da. Dein Babbo? Mein Babbo. Thorgrim Grollbart. Schließ, kann ich jetzt eigentlich. Oh, man kann zwei generell. Ach nee. Doch, nein. Geht das? Geht das nicht? Was schon? Ich kann den nicht. Man kann keinen Kommandanten austauschen. Wie austauschen? Ja, ich hätte ganz gerne statt meinem jetzigen Kommandanten einen anderen da drin. Bestimmt nicht, dass das geht. Ja, das wäre aber sehr schön, wenn das gehen würde. Neckebrot ist laut. Neckebrot? Mhm. Soll ich mal probieren anzugreifen? Ach. Das ist das Wort. Boah, ist aber... Machst du doch nicht? Ja, das Problem ist, ich darf den halt keine Runden mehr zum Regenerieren geben. Ja. Ich muss. Oh. Du hast ja gespeichert. Müssen wir nochmal neu laden. Na ja, gut. Seiner Verstärkung. Ja, wenn du Glück hast, kannst du direkt auf sein. Ich krieg das Katapult nicht klein. Geh du auf seinen Anführer direkt. Ja, es wird mir aber nur bedingt was bringen. Na, aber wenn der weg ist, dann ist die Moral der anderen schwächer, dann leiden die mehr Schaden. Ja, ich habe aber. Ja, mittlerweile, jetzt müsste ich eigentlich. Ja, aber er hat halt viel zu viele Bogenschützen. Ja. Viel zu viele. Und dann noch das Katapult, ey, der haut mich ja aus der Entfernung schon weg. Ich kann versuchen, mit dem Bergwerkern, kann ich versuchen, irgendwie hinter die Linien zu kommen und das Katapult zu töten. Mhm. Hätte ich das schon mal weg, dann kann ich irgendwie vielleicht irgendwie von hinten damit einfallen, wenn meine anderen so lange überleben. Hm. Ja. Ich dachte, vielleicht kriege ich meinen Hauptgeneral noch irgendwie mit in den Kampf, aber der ist halt noch nicht fit genug. Also der kann in der Runde, wo er wiederbelebt wird, noch nicht laufen. Ach so. Deshalb kriege ich den nicht in die Nähe von dem Kampf. Sonst hätte ich den als Verstärkung mit reingenommen und hätte der sich nämlich um den General kümmern können. Mhm. Ja, wobei der ist letztes Mal schon so glorreich gescheitert. Ja, aber der General von denen ist ja jetzt ganz schön angeschlagen, ne? Ja, und ganz schön stark. Der ist Level 8. Ja, mein Gott. Du bist Level 7. Ja, mit dem nicht. Mit dem bin ich 1. Ja, aber mit dem anderen. Hier gibt's aber auch keine Wälder, ne? Doch. Da gibt's doch einen Stein, ist doch wie ein Wald. Ja. Sind die stärker im Wald? Wer? Die Zwerge? Ne. Oder machst du es einfach nur so, damit du nicht gesehen wirst? Eigentlich wollte ich, dass sie nicht gesehen werden, aber irgendwie scheint das gerade nicht zu funktionieren. Dann kannst du einfach stehen bleiben, ein bisschen zuschneiden lassen, sieht man dich auch nicht. Stimmt. Oder wird das noch nicht angezeigt, wenn man in dem Aufbaumodus ist? Das kann auch sein. So, jetzt muss ich natürlich hier irgendwie so meine Armee ein bisschen aufteilen. Du kannst sie außerhalb von dem gelben Ding aufsetzen? Aufstellen. Ja. Wozu die ist ja überhaupt da? Die ja, die haben das als besondere
Fähigkeit. Wow. Okay. Sind die jetzt versteckt, ja oder nein? Das wäre jetzt die Frage. Können die sich verstecken? Verstecken im Wald. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob es geklappt hat. Ich hoffe. Verstecken im Wald. Dieser eine kann sich im Wald verstecken, bis die Feinde in einer ist. Scheiße. Hat nicht geklappt. Scheiße. Scheiße! Ach so, ah, okay. Kommen die da schon? Nee, stellen sich nur auf. Wieso klappt denn das mit dem Scheiß Verstecken auch nie? Vorhin hat das mal funktioniert, dann klappt's wieder nicht. Das ist doch ein Wald, oder nicht? Da bin ich jetzt bescheuert. Na gut, ein Wald würde ich es nicht nennen, aber... Ja, ein Wäldchen, das sind Bäume. Ja. In Attila konnte man sich hinter einem Busch verstecken. Na gut. Die Büsche galten aber auch als Wälder. Ah, ich glaube, dem wird der Pult nicht so nahe kommen, ne? Hm, ich glaube, das schießt weit genug, da hast du keine Chance. Ich bin schon voll in Reichweite. Scheiße, jetzt fängt er schon. Boah. Wow. Den treffen aber auch irgendwie immer. Nö. Der kommt jetzt nicht, oder was? Nö. Ja, die haben eine Reichweite, die ist sehr weit. Ja, toll, was mach ich denn jetzt? Na ja, du kannst nur... Angreifen. Moment, er hat doch noch Verstärkung, oder nicht? Mmh, ah ne, das war die Garnison, ja. Ich muss das Katapult halt kaputt machen. Anders habe ich halt keine Chance. Naja, oder du versuchst jetzt mit den anderen, die du verstecken wolltest, machst du ja schon, außen rum zu laufen halt, ne? Problem ist, das Katapult steht mittendrin. Ja. Ja, vielleicht kriege ich es hin, wenn ich nah genug mit meinem Bogenschützen rankomme, dass ich das direkt anpeilen kann. Ja. Aber bis dahin bin ich auch in seinen Bogenschützenradius drin. Läufst du mit doppelter Geschwindigkeit? Ja. Aber ein bisschen ist es noch. Ah, jetzt hätte er sich auch in Bewegung. Aber da dürfte auch gar nicht so viele Goblins haben. Eigentlich zum Schleudern. So, weil die haben auch nur. Die haben zwei. Die haben auch nur noch zwei. Vorne hatten sie nämlich drei. Ah, gut, hier stehen noch genug Goblins. Nee. Ja, hier stehen noch zwei, drei Goblins, einer ist drauf. Nee, ich glaube, das ist extra Munition, die er hat. Das sind, glaube ich, keine Einheiten, die er da verschleudert. Nein, nein. Achso, ich dachte, das sind aber vielleicht die, die dahinter stehen. Das wäre eigentlich cool. Jetzt geht's los hier. Jetzt kommt sein Anführer schon angreifen. Ja, ich denke aber, wenn du den down kriegst, dann ist die Moral halt extrem down. Ne? Wenn. Irgendeiner hat gerade relativ viel Leben verloren. Ich glaube, er sogar. Ich hab gerade gedacht, dass er sich geheilt hat. Nee, verliert kontinuierlich Leben. Und seine Führerschaft schwindet. Und 50. 100, ja, 200, 300. Na, hast du gleich. 100. Und. Ach Gott, er verwundet. Ja, aber für diesen Kampf tot. Ah, nee. Ja. Kannst du ja wahrscheinlich eh nicht mehr töten, ne? Nee. Ich glaube, sobald die auf dem Boden liegen, ist vorbei. Eigentlich wäre es cool, wenn du die gefangen nehmen könntest. Dann für meine eigenen Zwecke missbrauchen. Nö, dann kannst du die für Lösegeld verkaufen.
Den würde ich den bestimmt nicht zurückgeben. Für 15.000? Den würde ich versklaven. Rest für 15.000 würde ich das machen. Nee, niemals. Wie gesagt, der wird versklavt. Ja, die Zwerge, weißt du, die Zwerge, die sind einfach nicht einsichtig, engstirnig, ja. Ist mir so wurscht. Nur wenn man sagt, ein Met schmeckt ein bisschen... Ein bisschen... Sind die ja gleich pissig. Und töten dich. Ja, läuft. Die Schwarzorks sind halt relativ stark. Na? Mhm. Na, einerseits finde ich das cool, dass du die nicht wirklich töten kannst. Andererseits aber auch ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Hat so seine Vor- und Nachteile. Das Ganze, ne? Ja. Immer noch, ey. Durch Schweine. Machen aber auch nicht so den Anschein, als ob sie jetzt gleich wanken würden. Hm, für Remember Me wurde ein Urheberanspruch erhoben. Jetzt erst? Immer mal wieder. Oder das zweite Mal jetzt. Von Capcom Unity. Einspruch erheben. Capcom, der Publisher? Ja. Bei Metal Gear ist es auch mal voll witzig. Da macht das immer Konami halt. Das Lustige ist aber, dass sie sich anscheinend nicht darum kümmern und nach 30 Tagen verfällt das ja. Wenn die nichts machen. Und dann kommt meistens auch aber nichts Neues. Ich glaube, die haben das halt einfach automatisch. Ich glaube, das ist denen egal, vielleicht. Weiß ich nicht. Konami ist ja eher so ein komischer Laden. Naja, Capcom ist ein bisschen strange. Und Square. Ja, wobei Square Enix ist gar nicht so strange. Ich bin nämlich easy peasy, was das angeht. Hab gewonnen. Ja, hab ich gesehen. I've seen that. Krass. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber die müssen echt nur wissen, was sie an der Performance tun. Weil selbst 60 FPS sehen nicht immer aus wie 60 FPS, ey. Naja, stimmt. Warum meine Kamera jetzt nach Grongipfel gezeigt? Da ist da gar nichts. In der nächsten Runde gibt es Krieg! 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 Krieg. So, und in zwei Runden hat er in seiner Hauptprovinz, der Ork, einen schönen Aufstand. Echt? Ja. Ich plündere ja hier und der hat hier minus 10 öffentliche Ordnung und hat sowieso schon minus 81. Ach, du Scheiße. Aber mir ist echt alles noch supi. Ja, das freut mich. Also ich habe jetzt minus 14 pro Runde und bin bei 0. Einfach weil hier halt alles den Bach runtergeht. Boah, ich könnte sogar Gold exportieren, ey. Diamanten. Nee, wo man Gold findet, da lässt sich ein Bergwerk einrichten, um das kostbare Metall abzubauen. Das gewährt womöglich. Ach so, das heißt, ich müsste im Grunde erstmal so ein Berg. Kann ich ein Bergwerk überhaupt bauen? Normal, ja. Wein, Hochelfen rümpfen zwar die Nase angesichts eines Glases bretonischen Weins, doch. Gilt dieser Wein allgemein als exquisit? Aha. Digga, wie viel Geld willst du von mir haben, damit du mit mir das eingehst? 5.000?
immer noch niedrig. Krass. 5500, das ist immer noch niedrig. Der hat mal Euer in der Buchse. Er schmeißt den das Geld einfach so in den Rachen, ne? Ja. So. Jetzt habe ich meine Provinz wenigstens mal wieder. Ja, das ist schön. Ja. War ja auch ein harter Kampf. Mhm. Oh, ist Drakenhof jetzt eigentlich schon fertig oder ist die nächste Runde? Was ist das denn jetzt? Die Grünen heute. Greifen nicht an. Mach ich automatisch, könnte ich noch gewinnen. Ist meine Garnison gegen seine Armee. Könnte. Sauber abgewonnen. Entscheidend. Sehr gut. Ja, Grasland, ey. Kein Wunder, dass sie immer angreifen. Das Grasland? Ja. Ach ja, hast du eine Fraktion? Nein. Ja doch, wahrscheinlich. So, was geht hier? Oh. Wo greift der an? Hm? Moment, hä? Fuck. Ach so, okay. Vor Tempelhof aus, aber ausgeglichen. Ah, warum greift denn der nicht Money an? Für. Oh, das ist aber sehr ausgeglichen. Hm. Oh, der hat diese Verfluchten. Echt? Na, die sind stark. Kann ich ihnen in diesem Kampf irgendwie behilflich sein? Hm. Solch große Armeen lassen sich doch nicht alleine führen. Na, so richtig. Ich finde es persönlich immer anstrengend, wenn du halt deine normale Armee hast und dann die Verstärkung noch kontrollieren musst. Soll ich das machen? Ja. Ich gehe dabei kacken. Jo. Läuft in deinem Kampf. Ja. Aber manche von denen sind voll komisch, aus, der hat gar keine Nase, der Leader. Ja, das ist Lord Voldemort. Meinst du? Wenn er Hogwarts schon nicht einnehmen kann, er versucht das jetzt hier. Naja, verteidigt ja im Grunde Schloss Tempelhof. Verteidigt oder greift an? Na, er greift mich jetzt an, aber ich stehe ja schon vor seinem Schloss. Achso. Also, weil ich hätte meinem Team sowieso raus? Angegriffen. Ja, wahrscheinlich. Das ist genial für dich. Also, ich hab ja. Stehe ja schon quasi davor und wollte angreifen. Wenn er jetzt rauskommt, ist es natürlich dumm für ihn. Weil, sollte ich jetzt gewinnen, ist er geschwächt und dann kann ich wahrscheinlich easy peasy sein Ding einnehmen. Hoffe ich. Vorausgesetzt, wir gewinnen. That's the plan, ja. Ja, die Verfluchten sind stark. Die haben 38er Waffenstärke. Von wo kommt die Verstärkung? Toll, von hinten. Oh, von hinten kommt die Feindverstärkung. Hoch. Ja, war auch kacke. Stell dich am besten da auf, wo ich reinkommen würde. So ja. Seitlich. Also hier in dem Bereich irgendwie. Aber du hast genug, du hast vier Fledermäuse, drei Fledermäuse dabei. Ja. Du hast auch, glaube ich, drei, dann. Ja, und noch hier Wolgrim, oder wie das Vieh heißt. Hallo, Wilfried. Wilfried. Ist ja cool, hier ist so ein Berg, der ist so ein Totenkopf und so eine Statue, so eine Engelstatue, so ein vom wow. Tod. Da, wo ich reinkommen ach, würde. Ach da, cool. Sieht ja cool aus. Ich habe bei mir im Berg auch so zwei Totenschädel eingemeißelt. Auch schon die geil Umgebungen aus. Sehen halt schon genial aus. Ja, das ist. Also, das Setting ist echt mega gut gewählt. Ja. Ich würde die Armeen so aufstellen, dass sie entweder oben am Berg stehen und nicht so unten, weil die Armeen kriegen ja, wenn sie nach unten laufen, noch einen Schub. Ich stell die mal hier. Ist das oben auf dem Berg? Ja, ne? Ja. So, die Wölfe, mach ich mal hier rein. Was auch immer das bringen mag. Die auch.
Nix. Ah doch, die sind versteckt. Na gut, die Fledermäuse sind ja eh im Luft. Gut, ja. Und sobald ich dann reinkomme, dann, wie gesagt, am besten dann direkt geben. Ja. Dann gucke ich, ob ich dann vielleicht irgendwie ja die links die Armee so ein bisschen aufhalten kann. Warum nur noch zwei Pfeile? Bitte? Achso. Ja, einer nee. Für ihn und einen für mich. Nee, zwei rote Pfeile. Achso. Ich wollte schon sagen, er kriegt ja zweimal verstärkt, ist aber unfair. Er kriegt zweimal dieselbe Armee. Boah, der hat schon. Oh, Moment. Er hat schon ein bisschen was. Kriegt gleich noch Fledermäuse. Yay. Auch nochmal drei Stück. Hm. Das ich hab ist die überall, ich hab die überall reingebamst, ne? Es ist ganz ehrlich, ich finde, das ist so mit einer einfach der sinnvollsten Einheiten, die man hat. Man hat auch zwei Stück. Aber, ne, drei. Aber zu wenig. Ja, aber Moment, wenn er jetzt da lang geht, könnte ich ja vielleicht von hinten. Leider sind die, die ganzen mystischen Einheiten alle ein bisschen angeschlagen hier in der Armee. Na, okay, der trifft sich erstmal mit seiner Armee, scheiße. Aber ich kann ich ihn eben heilen? Einen hier, Wilfried? Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Ah ja, stimmt. Mist. Nein, Wilfried. Scheide dich, obwohl es nicht geht. Doch, es geht. Was? Mach heil. Warum? Stimmt. Oh, ach, vielleicht, weil das nur einer ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es auch bei den anderen und wir haben es noch nicht gesehen, weil es relativ wenig heilt. Aber wenn du auf sein Leben halt guckst, das geht. Ja, aber jetzt hat es gerade nichts mehr gemacht. Ja, weil er schon geheilt wird vielleicht? Na, ich weiß es nicht. Ja, wollen wir uns da vielleicht doch so ein bisschen seitlich aufstellen? Das ist ein bisschen seitlich. So zu ihm. Diagonal. Ja, Boah, der Armee, krank. Ja. Heftig. Alter, sind das die großen Fledermäuse? Oh mein Gott, der hat Wahrgeist. Wahrgeist, echt? Das sind diese großen Fledermäuse. Wo denn? Rechts. Ich sehe sie immer noch nicht, ehrlich gesagt. Der hat da so ein kleines Fledermaustrüppchen. Warte. Da. Ja. Ach, lol. Krank. Okay. Eieieiei. 100 Waffenstärke, natürlich. Heilige Scheiße. Die dürften die aber gut zerfetzen, würde ich sagen. Okay, er kommt. Ja, lässt sich halt nicht viel machen gerade, ne? Wir können es probieren. Okay, er greift auf jeden Fall mit seinen Fledermäusen mich gleich an. Wo ist Wilfried da? Ah, du hast schon? Ja, ich habe gerade mal nochmal geheilt. Dann heile ich mal irgendwas anderes. Ah, okay. Bei denen geht's nicht. Alles klar. Ja, dann geht's echt nur bei so einzelnen Einheiten. Ja, also bei Wargulfen geht's wohl, also bei Willi geht's, aber bei den anderen geht's nicht, okay. Aber ist klar, hier steht ist auch kein weißer Streifen, ne? Dass er schon Leben verloren hätte. Ja. Tja. Wir können es probieren. Mehr können wir nicht tun. Ja. Naja, er greift jetzt eh schon an mit seinen Fledermäusen. Greife zurück. Nein, meine Einheiten wurden entdeckt. Das geht ja gar nicht. Okay, die Großen. Soll ich meine Fledermäuse auf die Große schicken? Oder soll ich die aufsparen für die... Ja, Moment. Ja, ich muss Wargulf helfen. Mach das erstmal. Ich habe ja auch noch Fledermäuse, also... Alter, werden die zerfickt. Scheiße, ich bin schon am Wanken. Heilige Scheiße, ey. Puh. Die machen aber viel Aua. Okay, die brauche ich auf jeden Fall auch. Die wanken ja schon, was ist denn los mit denen? Doof. Alter, jetzt... Dann kann ich die nicht angreifen lassen. Was sind das deine? Anscheinend. Doch, das sind doch deine, ne? Ja.
stehen noch ein bisschen weiter. Nee, hä? Was denn? Das hier deine, die hier rumstehen? Die drei. Die hier? Die sich jetzt gerade in Bewegung sehen, ja. Okay. Und der dahinter auch mit dem BH drauf? Auf seinem Banner? Ja. Okay. Das ist Karlschein. Oh. Alter, ich werde hier nicht mehr her. Ich werde nicht her über die Gude. Also, ich habe ja einen Gultrupp von ihm. Mhm. Das ist recht stark. Ja, die sind im Allgemeinen ziemlich krank, ey. Eine Fledermaus-Truppe ist schon down. Von dir? Ah, ja. Ja, ich habe noch alle drei. Fast bei kompletter Gesundheit. Heilung! Er kann gar nicht so schnell heilen, wie die Scharen kriegen, ey. Moment, was ist das hier? Achso, das ist der Heilzauber. Ich wollte das da. Ja, du müsstest irgendwas anderes haben als ja. Ja, diesen Money. Fluchdingen. Oh, meine Fledermäuse werden zerfickt von den Riesenviechern, ey. Scheiße. Alter, sind die krass stark. Okay, eine Gunamee habe ich, fast. Okay. Sehr fast. Sehr fast. Manni, du musst zeigen, was. Nicht Manni. Reginald, du musst zeigen, was du drauf hast. Meine Fledermäuse sind gleich alle im Arsch. Ja. Alle weg. Wo ist dein General? Ich muss ihn finden. Fuck. Ja. Ah, shit, 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 shit. Ja, jetzt kommen natürlich seine Fledermäuse, ne? Kannst du deine vielleicht irgendwie auf seine schicken? Also einen Fledermaustrupp auf seinen Fledermäuse? Ich schicke alle drei. Und vielleicht die anderen auf die großen, weil die sind echt. Ja, gucken wir mal, ob ich vielleicht mit Wilfried irgendwie was reiße. Wo sind denn die großen? Die sind bei mir, die sind hier. Wo? Da. Alter, der hat ja noch so viel Armee und ich hab da nichts mehr, ey. Ich bin auf fast, also mein, ich habe nur noch 5 Einheiten. Ich guck gerade, ob ich hier seinen. Was macht denn hier Wilfried? Du sollst hier nicht hin. Und ich komme mit meinem Boss da nicht mehr raus, verdammt. Töte sie dann. Los, töte sie. Du machst mehr Schaden als sie. Du musst besser sein. Okay, noch eine vernichtet. Oh Gott, ey. Ja, Wilfried, der muss mega viel Damage machen, ey. Der macht sogar mehr Damage. Nee, stimmt nicht. Aber der macht nur 70 Damage weniger als Reginald. Ja, er ist fast. Okay, er hat fast volles Leben. Boah, ich komme mit dem auch nicht mehr hier weg. Mit Reggie. Na egal, wir kämpfen jetzt bis zum Tod. Haha, ist er ja schon. Er wird nicht gewankt. Er wird gekämpft. Oh, ich hab den feindlichen General getötet. Nice, das ist sauber. Jetzt, wenn wir ein bisschen Glück haben, fangen wir an zu wanken. Aber es sieht gerade nicht so aus. Sieht leider nicht so aus. Ach komm, jetzt hör doch auf. Wank doch nicht. Was wankst du denn? Ist alles gut. Sieht gut aus hier. Ich werde, glaube ich, nur so eine Flugarmee machen, wo nur so Fledermäuse und so sind. Nur diese fetten. Ja, kleine und fette, weil ich glaube, die großen, die sind da. Halt irgendwas nach, der müssen sie ja nur noch haben. Aber die sind trotzdem ganz schön. Okay, ich habe nur noch den an. Ich habe nur noch Reginald. Alle anderen sind tot. Alter, verpiss dich! Ist tot. Nein, Reginald, du wirst sterben, wenn es so weitergeht. Alter, der wird jetzt aber. Oh, Alter, richtiger Gangbang hier. Ich komme ja auch nicht mehr weg. Keine Chance. Voll umzingelt, ey, von allen. Ich habe nur noch das, was du hier siehst. Ja, Reginald ist gleich weg. Was?
Der ist gleich tot. Ich komme da auch nicht mehr weg, ich kann da nicht rauslaufen. Ach, du redest über den Reginald, okay. Wen denkst du mal nicht denn? Wo ist der denn überhaupt? Ja, der ist mittendrin, Gangbang. Der ist hier. Vor allem, ich töte den General und es bringt einfach nichts. Ja, ich bin down. Und wahrscheinlich ist jetzt bei uns hier großes Massenbankengeil angesagt. Ja, eigentlich nur, naja, nur wenn dann bei der, die ich kontrolliere, deine ist davon nicht betroffen. Ja, aber nee, hier, Wargulf. Ja. Jetzt hat er sich wieder gefangen. Jetzt nicht mehr. Ey, alter Schiff, aber der hat noch voll viel Leben, ey, was ist denn los mit dem? Kommandant kürzlich gestorben. Ja, mein Gott. Aber Manni ist doch noch da. Wo ist Manni überhaupt? Ja, der ist doch auch mittendrin. Ah, nicht, dass der stirbt. Na gut, der hat noch genug Leben. Los! Alter, wie viel die noch haben! Einfach krass. Durchrennen! Ich hab aber auch so einfach das Gefühl, man kriegt das überhaupt nicht so unter Kontrolle irgendwie, aber... Manfred nimmt überhaupt keinen Schaden! Das ist schon der Komische. Bravo. Das Komische ist, dass ja auch, hier Wilfried... Boah, ist das geil. Der hat gerade so einen genommen und den dann die ganze Zeit so auf den Boden gekloppt. Der macht voll viel Damage, aber der wankt die ganze Zeit. Das ist keine verständlich. Guck dir mal die Armee an. Ich hab nur die beiden, die jetzt hier sind. Ja, aber der macht doch voll viel Schaden. Guck dir das mal an. Der macht die eine ganz alleine kaputt. Du hast jetzt nur noch Money. Ja, und? Oh Gott, ja. Bald Wilfried. Wollen wir mal Waldfried sagen? Waldfried? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich sehe mal Wargulf. Vor allem, der wankt immer und hört dann wieder auf. Er kriegt Manni, aber auch kein Pflichto. Er Manni haut hier. Ja, doch, der, ja gut, der kämpft halt alleine gegen so eine ganze Truppe, ne, die ihn hier einkesselt. Aber Manni hier er steht da halt drin und nimmt dann einfach keinen Schaden. Das ist auch so gut, der steht einfach mittendrin hier so, hui. Da steht auch einer ein Sieg klar. Also Manni ist halt einfach klar am Siegen. Ja, klar. Er ist halt der, der große Vampirfürst, ey. Da war Dings eigentlich nochmal heilen, aber ich hab nicht genug Mana. Du brauchst 6 dafür. Ja, und ich hab 3. Das ist voll lustig, das ist einfach so... Eigentlich total dämlich halt auch. Weil ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum, der macht auch nur 341 Waffenstärke, hat eine Rüstung von 90, aber der kriegt so gut... Oh, jetzt hat er ein bisschen Schaden bekommen. Aber auch nur ganz wenig. Können wir mal durch. Oh nein, Wilfried, du darfst nicht sterben. Ja, das wird aber leider bald passieren, glaube ich. Ja. Aber dann wird Manni, glaube ich, aufgeben. Ich vermute. Wobei der... Ah, das ist echt... krass. Ja, der hat dann mit diesen riesen Fledermäusen hat er schon einen ziemlichen Vorteil gehabt. Ja, da hätten wir uns eigentlich direkt drauf konzentrieren müssen. Aber der hat dann auch viel zu viele Ghule. Ja, der hat echt viel. Aber im Grunde, die eine flieht, wenn die wirklich komplett, wenn die jetzt dezimiert wird und abhaut, das ist ja schon mal ganz geil. Ja, die müssen aber eigentlich alle abhauen. Und wenn Wilfried noch die beiden, die hier kein Leben haben, machen könnte, dann könnte sich ja vielleicht mal Manni um die anderen kümmern. Ja, weil der scheint ja hier alles im Griff zu haben. Ich glaube, Wilfried. Nein! Wilfried! So, Manni, jetzt liegt's an dir. Und ich kann keinen zweiten Wilfried machen. Okay, Manni hat keinen Bock mehr gleich. Verständlich. Aber der verliert echt, der verliert immer noch kein Leben. Nö. Jetzt hat er wieder eine stabile Bindung, jetzt geht's weiter hier. Er muss nur noch mal kurz in sich gehen. Das ist so dämlich. Alter, der zerfickt die ja alle. Manni von K-Stadion. Alter, ja, also. Vor allem alle von denen erfangen. Oh Mann, ey. Manni, du bist mein Held. Krasser Typ. Ich hätte dich gerne in jeder Armee. Ja, wieder die auch einfach hier so, weißt du, einmal draufhauen, bam, wie sie wegfliegen. Darf ich den Stab der Verdammnis einsetzen? Ich hab... Ach, das ist irgendwas Schaden, ne? Item, 64 plus 34 Nahkampfangriff. Ja, mach doch. Manni! Du wirst jetzt gebufft mit allem. Boah, jetzt hat er Nahkampfangriff 99. Hau rein, Manni.
Ach schade, ich kann ihn nicht auswählen, um zu gucken, nochmal, was das macht. Egal. Meister der schwarzen Künste. Verbesserte Nachladerate. Geil. Oh, du kannst auch wieder heilen. Aber, naja. Wen? Man nimmt ja keinen Schaden. Ey, er hat immer noch über 2300 Leben, ey. Aber man kann die leider auch nicht wiederbeleben. Naja, nur wenn sie... Wobei das blöd ist, weil das ist voll komisch geschrieben, weil da steht ja, du kannst sie wiederbeleben, ne? Ich dachte eigentlich, so eine gefallene Einheit kannst du nochmal wieder zurück und das wäre cool. Mann, die braucht das. Was braucht Manni? Heilung? Hm. Naja, Manni, dem geht's auch scheiße, ey. Steht kurz vor einer Niederlage. Alter, wieder alles hier zerfickt. Krass. Ja, aber er gewinnt halt nicht. Ja, es sind halt auch noch zu viele Einheiten. Schnellere und stärkere Feinde in der Nähe, das hatte ich ja für ein Gerücht. Da ist doch keiner stärker als er. Boah, jetzt kommen, Alter, jetzt kommen sie alle. Boah, jetzt geht's los, jetzt ist... Eine ist gerade verschwunden. Hat Gangbang angesagt. Mach mal schneller. Das dauert ja ewig, der Kampf. Ja, das ist voll mal krass, der kriegt einfach keinen Schaden, ey. So ganz langsam, okay, er heilt sich aber immer noch. Er kommt gut mit, also, er kommt gut, geht dagegen an. Er hat schon über 200 getötet. Was liegt bei mir? Ja, dann nehmen wir auch. Immer so kleine also. Standbilderchen. Manni würde ich aber mal befördern. Manni ist da der Babbel hier. Ja, egal. Befördere ihn einfach trotzdem. Er ist ja der Anführer der Vampire. Oh, jetzt hat er aber deutlich. Ja. Jetzt ist nämlich nur noch ausgeglichen. Als leckst du aber auch. Ja. Das ist aber schon ärgerlich, muss ich sagen. Weil er gewinnen könnte er das auf jeden Fall. Ja, jetzt hat er wieder eine stabile Bindung. Ja, ich glaube, die braucht er auch, damit er die Winde der Magie empfängt. Ja, jetzt, guck mal. Ja, er sammelt sich ja immer nur, er verliert ja nichts. Was verliert er nicht? Das ist ja das Problem. Der wankt ja nicht, ja. Der Gegner. Er verliert ja nichts, das ist... War jetzt aber hart am Lenken gerade, ne? Ja. Dann haben wir wieder gut eine wieder vernichtet, noch eine vernichtet. Dann machen wir vielleicht auf zwei. Vielleicht ist das dann... Ja, aber er stirbt also langsam. Na, jetzt hat er ein bisschen was verloren. Aber jetzt werden auch die Gegner immer weniger, ne? Vernichte gleich noch eine Einheit. Na, das ist scheiße. Jetzt hat er nur noch 1000 und... Ah, jetzt hat er zu wenig Leben. Wir verlieren am Boden. Wir verlieren schon seit Anfang an am Boden. Ja, eigentlich könnten die jetzt mal alle wanken und abhauen, oder? Ah. Das ist voll komisch. Die wanken ja alle, auch die gar nicht im Kampf teilnehmen. Wanken immer mal wieder so. Wieder das Schwert eingesetzt. Nee. Irgendwas ist so eingesetzt, oder? Ja, dieses andere. Meister der schwarzen Künste. Achso, was. Aber irgendwie kriege ich auch keine Energiereserven. Das war's. Diese letzten Punkte gehen immer so schnell, man kann überhaupt nicht reagieren. Ja. Schade. Aber war krass, der hat ja echt einiges weggeballert. Du hast alles verloren. Hm. Also. 1000 haben wir von der Hauptarmee von ihm. Ja, jetzt weiß ich, wie es mir gerade ging. Krass. Hast du denn noch irgendwas? Na, eine kleine Pizzelarmee habe ich noch. Alter, das ist echt krass. Vor allem wie viele am Anfang, aber noch, der hat ja noch gut standgehalten und auf einmal, ne? Ja. Zum zweiten Wargulf, das wäre es ja gewesen. Naja, die kann ich aber noch nicht rekrutieren. War der von Anfang an dabei? Ja, Starteinheit. Krass, ey. Aber womit hat der uns jetzt so krass... Die Ghule. Oder? Die waren, glaube ich, das Hauptproblem. Die und die Fledermäuse, die großen. Ja, die waren stark. Ja, aber die Ghule halt am Ende halt. Weil die schwächen den, ja? Ja.
Aber Manni ist ein Tier, du. Boah. Der ist echt hart drauf, ja. Aber der hat auch auf einmal so mega viel Leben verloren. Ja. Vielleicht hätten wir nicht beschleunigen dürfen. Meinte, das war's, war ihm zu schnell. Ja. Vielleicht hat er den umgebracht. 337 Stück.